Nach monatelangen Vorbereitungsarbeiten wurde sie nun endlich eröffnet. Die Landesausstellung 2008, das Salzkammergut. Und wir waren bei den Eröffnungsfeierlichkeiten am Rathausplatz in Gmunden natürlich mit dabei. Großer Bahnhof und wahres Kaiserwetter bei der offiziellen Eröffnung der 26. oberösterreichischen Landesausstellung mit dem Titel Salzkammergut am Gmundener Rathausplatz. Zahlreiche Ehrengäste, darunter die Bürgermeister der 14 Ausstellungsgemeinden, wohnten den Feierlichkeiten bei. Die Erwartungen sind hochgesteckt, wurden doch 22 Millionen Euro investiert. 17 Millionen Euro davon werden als Investitionen für eine nachhaltige Nutzung gesehen. Rund eine Viertelmillion Besucher und eine Wertschöpfung von 130 Millionen Euro, so lauten die Vorgaben. Kurz gesagt, die Landesausstellung ist eine große Chance. Brauchtum, Tradition und Zukunft bilden eine einzigartige Synergie. Den Festvortrag hielt Professor Roman Sandgruber, der für die Planung der Landesausstellung Salzkammergut verantwortlich zeichnet. Vom Rathausplatz ausgehend setzte sich dann der Festzug in Richtung Toskana in Bewegung, entlang des neuen Keramikweges. Erstmals bot sich Gelegenheit, die Überblicksausstellung im Seeschlossort, dem Gmundner Wahrzeichen, zu besichtigen. Erstens ist es, glaube ich, den Ausstellungsmachern in den 14 Gemeinden gelungen, die Vielfalt, den Reichtum, die Schönheit des Salzkammerguts von der landschaftlichen Schönheit bis zur wirtschaftlichen Stärke einzufangen in wirklich interessanten Ausstellungen. Zum Zweiten wurde viel investiert. Das hat nachhaltigen Wert. Zum Dritten, ich glaube, dass es trotz der großen Bekanntheit des Salzkammerguts doch gelingt, die internationale Bekanntheit mit dieser Landesausstellung noch einmal zu heben. Und schließlich bringen solche kulturelle Großprojekte, und das ist vielleicht das Wichtigste, die Menschen einer Region noch einmal enger zusammen. Salzkammergut 2008, ein kulturelles Großprojekt, dem man sich von Gmunden aus nähern kann. 14 Ausstellungsorte mit über 10.000 Exponaten, das ist also eine sehr große Dimension und Vielfalt. Wir haben es hier mit sehr wertvollen Exponaten zu tun, die zu einem beträchtlichen Teil, ich möchte sagen, zum Großteil von privaten Leihgebern kommen. Das Salzkammergut ist ja, wo die Menschen aufeinander zugehen. Das sollen unsere Gäste auch aus dem In- und Ausland einfach spüren. Im Seeschloss, in dieser Leitausstellung, wird auf die verschiedensten Bereiche in den einzelnen Gemeinden hingewiesen. Und ich kann nur einladen, einfach hingehen, anschauen, besuchen und dazu die wunderschöne Landschaft und etwas verweilen in Ruhe. Das ist die Landesausstellung Salzkammergut 2008. Österreich besteht aus 9 Bundesländern und dem Salzkammergut. So schrieb der Schriftsteller Alfred Komarek. Und bis zum 2. November haben Interessierte nun Zeit, sich über diese ganz spezielle Region in den Ausstellungsgemeinden zu informieren.